Also im letzten Video, ganz am Ende, da ging es um diese Sommerzeit. Und wir haben es hier mal ein bisschen bildlich dargestellt. Da sind 100 Personen und die hat man irgendwann mal gefragt, findet ihr die Sommerzeit gut? Und 70% davon haben geantwortet, ja, ich finde die Sommerzeit gut. So, und auf Basis davon haben wir gesagt, okay, wir machen jetzt die Annahme, dass es auch tatsächlich so ist. Jetzt vergehen einige Jahre. Und eine andere Gruppe, damals hieß die Pro Kind, sagt sich, naja, wir glauben, dass ehrlich gesagt deutlich weniger Leute das gut finden mit der Sommerzeit und machen deswegen eine erneute Umfrage. Und zwar wieder mit 100 Leuten, n gleich 100, machen Sie diese Umfrage. Und dann, wir haben das als Stichprobe genannt, kommen Sie bei dieser Stichprobe zu dem Ergebnis, dass 64 von 100 Leuten sagen, ja, ich finde die Sommerzeit gut. Das sind jetzt natürlich weniger als 70%. Das führt dazu, dass die Gruppe behauptet, naja, Moment mal, wir sind der Meinung, das stimmt nicht so ganz. Die Zahl der Befürworter ist doch eigentlich niedriger. Gut, deswegen ist eigentlich die Frage, passt unsere Stichprobe zur oberen Annahme, zu den 70%? Und es ist klar, wenn unten mal der Stichprobe rausgekommen wäre, 20 von 100 Leuten finden die Sommerzeit gut, hätten wir gesagt, ja, also die Stichprobe passt nicht zur früheren Annahme. Ganz klar, die obere Annahme ist falsch. Aber bei 64, wissen wir es nicht so genau. Wir suchen also die Grenze, ab der wir sagen können, die Annahme da oben stimmt nicht. Oder stimmt. Und das Ganze macht man eben mit diesem einseitigen Signifikanztest. Hier wieder eine Aufgabe zu so einem einseitigen Hypothesentest. Und wenn man sich die mal anschaut, das ist doch ziemlich genau der gleiche Aufgabentext wie im letzten Video, oder? Also wenn ich mir das angucke, ist eigentlich nur ein Wort anders, und zwar dieses Wort größer. Das stand beim letzten Mal was anderes. Ja, da stand kleiner. Okay, wir würden mal vorschlagen, überlegt euch doch mal den Anfang des Ganzen, also das mit den Nullhypothesen und Alternativen, welche Auswirkungen es hat, dass hier größer steht und nicht wie beim letzten Video kleiner. Und wie das Ganze ausschaut, schauen wir uns an in 3, 2, 1. So, hier haben wir alles. Ich gehe es mal durch. Also die Nullhypothese, die ist gleich geblieben wie im letzten Video. P ist immer noch 0,7, weil nach einer frühen Umfrage 70% die Sommerzeit befürworten. Gut, die Alternativhypothese, da hat sich was geändert. Zu einem alten Video war hier ein kleiner und jetzt steht hier ein größer. Warum denn? Naja, weil die Alternative, also was die anderen behaupten, diesmal nicht sagt, dass es geringer geworden ist, sondern mittlerweile größer geworden ist. Also würden wir die ursprüngliche Nullhypothese ablehnen, wenn es jetzt über einem bestimmten Wert liegt und nicht mehr drunter. Deswegen ist es jetzt auch ein rechtzeitiger Test, weil das Ganze rechts davon liegt. X ist nach wie vor die Anzahl der Befürworter. X ist auch weiterhin bei wahrer Nullhypothese binomial verteilt mit n gleich 100 und p gleich 0,7. Was uns interessiert, ist jetzt der geänderte Ablehnungsbereich. Und den schauen wir uns mal an. So, unser Ablehnungsbereich geht jetzt von g über g plus 1 bis zu 100. Weil wir quasi sagen, bei 100 Befragten, es wird irgendeine Menge geben, wo wir sagen, also ab dieser Anzahl, das kann immer sein, bei 70%, die dafür sind, dass es jetzt so viele sind. Das kann bei 85 sein, das kann bei 95 sein, das kann bei 96 sein. Wir müssen es rausfinden. Damit es nicht willkürlich gewählt wird, legen wir uns diesen Bereich wieder fest. Dieses Mal suchen wir die kleinstmögliche Zahl, p von x größer gleich g, für die dieser Bereich ganz rechts im Histogramm kleiner gleich 5% ist. Genau. Und das können wir jetzt einfach ausrechnen. Also p von x größer gleich g. Jetzt versuchen wir irgendein g zu finden und versuchen das auszurechnen, oder? Ja, können wir leider nicht so gut, weil unser WTR doch blöderweise wissen wir, größer gleich g nicht kann. Ja gut, dann müssen wir das irgendwie umformen, dass da irgendwie kleiner gleich steht. Weil kleiner gleich können wir rechnen. Sowas haben wir schon gemacht, und zwar im Video zum Problemlösen mit der Binomialverteilung. Ja, dann denke ich mal, macht das einfach mal. Und die Lösung davon gibt es in 3, 2, 1. Gut, wir haben diese Gleichung also umgeformt. Und wir wissen ja, wir können das umformen mit 1 minus p von x kleiner gleich g minus 1. Weil dieses p von x kleiner gleich g minus 1, das ist nämlich was? Ja, das ist ein Wert kleiner als g. Beim Problemlösen mit der Binomialverteilung war zum Beispiel f von x größer gleich 5,
1 minus p von x kleiner gleich 4. Und weil wir jetzt hier einen Allgemeinwert g haben, müssen wir es einfach allgemein ausdrücken und deswegen machen wir g minus 1. Genau, das ist sozusagen das da ist die Gegenwahrscheinlichkeit von dem. Dann brauchen wir 1 minus die Gegenwahrscheinlichkeit, damit es wieder das abbildet. Gut, cool, der das haben wir jetzt. Von der Umformung entspricht unserem alten Video. Die müssen wir so genau eigentlich gar nicht anschauen. Denkt dran, es dreht sich dieses Größer-Kleiner-Zeichen um wegen dem mal minus 1. Und jetzt kriegen wir eine Formel, die können wir im WTR so benutzen. Genau, und jetzt tun wir einfach irgendwelche Werte von g minus 1 testen und schauen mal, was da rauskommt. Also wir schreiben auf g minus 1 ist gleich und jetzt nehmen wir irgendeinen Wert, der ein bisschen größer ist als der Erwartungswert. Der Erwartungswert wäre hier 0,7 mal 100, also 70. Nehmen wir ein bisschen größeren Wert, vielleicht 80. Sagen wir mal, g minus 1 ist 80 und berechnen jetzt p von x kleiner gleich 80. Und das könnt ihr selber mal rausfinden, was das gibt. Und die Lösung sind 3, 2, 1. So, also hier bei der Wahrscheinlichkeit kam jetzt raus 0,9911. Und wenn wir das mit hier vergleichen, sehen wir, das ist deutlich zu groß. Und wir suchen ja die kleinstmöglichste Zahl für g, also für hier jetzt, sodass gerade noch ein bisschen größer ist als 0,95. Das heißt, wir müssen mit hier ein bisschen kleiner gehen. Also statt 80 vielleicht mal 75. Also dass g minus 1 75 ist. Berechnet das mal. Und die Lösung sind 3, 2, 1. So, wir sehen die Wahrscheinlichkeit dafür ist 0,8864. Also das ist kleiner als 0,95. Das heißt, wir wissen jetzt, die Zahl liegt irgendwo zwischen 75 und 80. Das heißt, wir können jetzt langsam höher gehen. Probieren es mit 76, 77, 78 und so weiter. Bis zu der Stelle, wo es beim allerersten Mal die Wahrscheinlichkeit über 0,95 ist. Macht es mal. Die Lösung sind 3, 2, 1. So, wir haben hier die Wahrscheinlichkeit für zwei Werte berechnet. Einmal für 76 und für 77. Dann haben wir nicht weitergerechnet. Warum? Naja, bei 76 ist unser Wahrscheinlichkeitswert immer noch zu klein. Das ist 92,45%. Aber bei 77 liegt es knapp drüber. 95,21. Das heißt, hier haben wir wirklich den Wert gefunden, wo es zum ersten Mal größer gleich ist. Aber Vorsicht, der Wert ist jetzt nicht 77. Warum? Ich wollte schon gerade Stopp sagen, weil g minus 1 ist 77. Und wenn wir das jetzt nochmal als Gleichung hier rechts hinschreiben, dann sehen wir, dass wir nur noch eine kleine Äquivalenzumformung machen müssen. Die ist ja easy, also wir müssen aber die ganze Gleichung plus 1 nehmen. Und dann kommt raus, g ist 78. Okay, das heißt also, bei 78 oder mehr Befürwortern, wenn ich den Test durchführe, sage ich, Moment mal, das kann nicht mehr sein bei 70%, die dafür sind, dass es so viele sind. Das heißt, bei 78 beginnt unser Ablehnungsbereich, das wäre unser G und geht dann bis 100. Und diesen Ablehnungsbereich und den Annahmebereich, den schreiben wir uns jetzt auf. Und zwar so. So, der Ablehnungsbereich der Nullhypothese ist also von 78 bis 100. Demzufolge ist der Annahmenbereich der Nullhypothese von 0 bis 77. Und als Entscheidungsregel kann man sagen, wenn bei einem Test 78 oder mehr Befragte die Sommerzeit befürworten, dann verwirft man die Nullhypothese und geht davon aus, dass es eben mehr als 70% Befürworter für die Sommerzeit gibt. Das heißt also, wenn ich den Test mache und 83 Leute sagen ja, dann sage ich, also das kann nicht sein. Und wenn es 76, 77 sind, dann sage ich, no, das kann schon noch sein, dass die 70% hinhauen. Gut, bei der B ist jetzt wieder nach der Irrtumswahrscheinlichkeit gefragt. Das heißt, es geht da darum, kann es passieren oder wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich die Nullhypothese verwerfe, also sage, die ist falsch, wo sie eigentlich richtig ist. Genau, also die Nullhypothese verwerfen ist in dem Ablehnungsbereich. Also wenn 78 oder mehr sagen, eben wir befürworten die Sommerzeit, ich verwerfe die Nullhypothese, aber eigentlich stimmt sie ja. Das wäre ja diese Wahrscheinlichkeit hier. P von x größer gleich 78. Genau. Problem ist aber wieder, die können wir so direkt ja nicht ausrechnen. Genau. Aber wir haben sie hier schon umgeschrieben. Wir wissen, P von x größer gleich 78 ist dieselbe Wahrscheinlichkeit wie 1 minus P von x kleiner gleich 77. Und das könnt ihr berechnen. Ich meine, im Endeffekt haben wir es hier schon berechnet. Ihr müsst es nur noch 1 minus den Wert machen. Das kriegt ihr raus. Die Lösung sind 3, 2, 1. So, das heißt, wir haben eine Irrtumswahrscheinlichkeit von 4,79%. Das heißt, wenn ich den Test durchführe,
dann werde ich mit einer Wahrscheinlichkeit von 4,79% das falsche Ergebnis daraus ziehen. Leider, so ist es halt. Muss ich bei solchen Tests mit leben. Gut, jetzt wollen wir uns für diesen rechtsseitigen Test, was in diesem Video neu war, und für den linksseitigen Test nochmal allgemein den Vergleich von beiden aufschreiben. Wir kommen zu unserer Zusammenfassung vom einseitigen Hypothesentest. Egal, ob es der linksseitige oder der rechtsseitige ist, auf jeden Fall gibt es einen Stichprobenumfang N und ein Signifikanzniveau Alpha. Das war bisher in unseren beiden Beispielen in den Videos 5%, kann aber auch bei 10% liegen, 3%, 2% und so weiter. Es verändert eben immer, mit welchem Wert man später dann tatsächlich seine Berechnungen macht. Beim linksseitigen Test haben wir erstmal unsere Nullhypothese. Davon geht man aus, das ist die ursprüngliche Annahme. Normalerweise ist die einfach P gleich irgendeinen Wert, zum Beispiel 0,5 oder 0,7. Es kann mal in der Aufgabenstellung vorkommen, dass es auch mit P größer gleich angegeben ist. Nicht davon irritieren lassen, die Aufgabe funktioniert trotzdem ganz genauso. Die Alternative sagt beim linksseitigen Test, nee, wir glauben, in Wirklichkeit ist die Wahrscheinlichkeit kleiner. Deswegen ist die mit P kleiner irgendein Wert festgelegt. Wo ist der Unterschied beim rechtsseitigen Test? Gut, erstmal beim rechtsseitigen Test ist die Nullhypothese hier gleich. Außer sie ist so angegeben, weil dann sehen wir schon einen kleinen Unterschied. Hier steht dann P kleiner gleich P0. Und natürlich ist die Alternative anders. H1 ist P größer als P0. Weil man quasi davon ausgeht, dass die Wahrscheinlichkeit in Wirklichkeit größer ist. Gut, für beide muss man dann festhalten, X ist bei wahrer Nullhypothese binomial verteilt mit den Parametern N gleich irgendein Wert und P gleich irgendein Wert. Unterschied kommt wieder beim Ablehnungsbereich. Beim linksseitigen Test geht der von 0 bis G. Wenn man sagt, naja, wenn es keine oder eine bestimmte kleine Anzahl Treffer sind, dann gehen wir davon aus, das kann doch nicht sein. Haben wir unten auch dargestellt in dem Histogramm. Wir starten bei 0 und enden als letzten Wert des Ablehnungsbereichs mit G. Wenn unsere Trefferanzahl da reinfällt, sagen wir, ne, die Nullhypothese, das kann nicht sein. Wie ist es beim rechtsseitigen Test? Im rechtsseitigen Test, da ist es sozusagen andersrum. Also wir gucken nach rechts uns das Ganze an. Der Ablehnungsbereich startet bei G und geht bei N. Und man sieht es auch sehr schön in der Grafik. Hier startet bei G und geht bei N. Und wenn man eben G oder mehr Treffer hat, dann kann man ganz klar sagen, hey, diese Nullhypothese, die stimmt nicht. Wir lehnen die ab. Denn die Wahrscheinlichkeit muss eigentlich größer sein. Ja. Bei beiden formuliert man anschließend noch eine Entscheidungsregel. Wenn das Stichprobenergebnis im Ablehnungsbereich liegt, wird H0 verworfen. Ansonsten wird H0 nicht verworfen. Gut. Ihr seht, die Berechnung ist nahezu die gleiche. Was noch dazu kommt beim Ablehnungsbereich, ist es diese größer Gleichwahrscheinlichkeit. Das kann der WTR nicht direkt. Da muss man diese Umrechnung machen, wie gerade in der Beispielaufgabe. Und genau das werden wir auch jetzt noch tun, nämlich weitere Übungen mit euch in der Stunde dazu machen. Wichtigstes ist, dass ihr erkennt, ist es ein linksseitiger oder ein rechtsseitiger Test. Gut. Dann mach's gut. Tschüss. Ciao.